Willkommen zu der Reihe Bücher, die es wert sind, gelesen zu werden. Mein Name ist Damian und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie 14 Millionen Menschen in nur 12 Jahren durch staatliche Aktivitäten ermordet werden konnten und wurden. Wir werden uns heute mit einem Buch auseinandersetzen und ein Thema, was nicht so angenehm ist, aber überaus wichtig und vielleicht ja für mich irgendwie schon seit Jahren ein sehr wichtiges Thema, aber vor dem Hintergrund der Ereignisse, dass wir autoritäre Strukturen nehmen weltweit wieder zu, macht es Sinn, sich immer wieder mal mit solchen Systemen auseinanderzusetzen. Und heute soll es um das Buch Timothy Snyder, Bloodlands, Europa zwischen Hitler und Stalin gehen. Ein Buch, was sich eben mit dieser Frage auseinandersetzt, wie 14 Millionen Seelen ausgelöscht wurden. Ja, die Reihe sieht immer vor, dass ich ein wenig einen Kontext, um was es in diesem Buch geht, wer der Historiker ist, der hier schreibt, vorstellen werde. Und dann habe ich ein paar Zitate ausgewählt, die wir uns anhören werden, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Schreibstil ist und die Thematik als solches. Es werden wahrscheinlich zwei Videos werden, denn es geht hier um Hitler und Stalin. Das heißt, Timothy Snyder vergleicht beide Systeme oder zeigt eben anhand chronologischer Ereignisse, wie eben beide Systeme horrend viele Menschenleben gekostet haben. Und in diesem Video werden wir uns insbesondere mit dem stalinistischen System auseinandersetzen und im zweiten Video werde ich dann nochmal das nationalsozialistische System aufnehmen. Trotzdem, bevor wir hier einsteigen, werde ich ein wenig einen Kontext und ein paar Fakten zu dem geben, um was es in diesem Buch geht, damit ihr so ein Gefühl bekommt, was die Makroebene ist. Und ich habe da eine Präsentation vorbereitet, das mache ich jetzt jedes Mal in der Reihe so. Ich stelle eben so grob vor, wer Timothy Snyder ist, bevor wir dann uns dem Buch widmen und einigen Zitaten. Ja, wer ist Timothy Snyder? Er ist ein Historiker, geboren 69. Seine Schwerpunkte sind Osteuropa und der Holocaust und er lehrt an der Yale University. Und Timothy Snyder ist vielleicht diejenigen, die auf YouTube unterwegs sind und insbesondere jetzt mal so ein bisschen die Ereignisse um den Ukraine-Krieg und Russland verfolgen, müssten ihn eigentlich mal auch auf YouTube gesehen haben, denn er hält auch sehr viele Vorträge, die man auf YouTube sich von ihm anschauen kann. Ein sehr sympathischer Historiker, einer der jüngeren Generationen von Historikern, der eben halt diese Thematik rund um die zwei Systeme, Nationalsozialismus, Stalinismus, beides versucht, nicht Synthese, das ist das falsche Wort, insbesondere wenn wir es hier mit solchen Terrorregimen zu tun haben, zu bringen. Aber er beschreibt eben beide. Und in diesem Werk Bloodlands, was wir hier sehen, geht es eben halt auch um beide Systeme. Ja, was hat Snyder sonst so veröffentlicht? 2017 Black Earth, der Holocaust und warum er sich wiederholen kann. Das Buch habe ich von ihm nicht gelesen. Ansonsten ist er mir bekannt durch Der Weg in die Unfreiheit und Über Tyrannei. Und Der Weg in die Unfreiheit hat eben den Untertitel Russland, Europa, Amerika. Ein Buch, was ich auch in diesem Jahr von ihm ausgelesen habe, beziehungsweise im letzten Jahr habe ich es ausgelesen, als der Ukraine-Krieg losging. Die ganzen Ereignisse um Ukraine und was in Russland so läuft, waren uns bis, vermute ich mal, die meisten von uns gar nicht so geläufig, was da so passiert ist. In dem Buch Der Weg in die Unfreiheit zeichnet Timothy Snyder eben nach, was in Russland insbesondere geschehen ist seit dem Ende der Sowjetunion und mit dem Aufstieg Putins. Und vor allen Dingen, wir hören heute zunehmend, wir haben heute in unserer Gesellschaft an verschiedenen Punkten solche polarisierten Debatten, auch um den Ukraine-Krieg. Es gibt diejenigen, die den Krieg, natürlich die eine Seite, die eben Ukraine unterstützen will und Waffen liefert. Und dann gibt's aber auch die sogenannten Russland-Freunde, die eben die Narrative aus Russland und von Putin sehr aufnehmen und rezitieren. Auch heute Morgen habe ich ein Kurzvideo gesehen, bei dem ein Protagonist wieder genau diese Strategie, wie Putin sie ständig anwendet, eben auch hier vollzogen hat. Ein Deutscher, der eben halt argumentiert, ja, wenn man irgendwie über Russlands
Schandtaten reden muss, muss man automatisch über amerikanische Schandtaten reden. Das nennt man in der Fachwissenschaft Whataboutism, nach dem Motto, wenn man irgendwie bestimmte Schandtaten eines Staates kritisiert, wird automatisch aber gesagt, aber das macht ja jeder andere auch oder das machen die Amerikaner auch. Und diese Narrative nach dem Motto, anstatt dass wir uns einfach anschauen, was passiert da, wer macht da was, sondern sofort so eine Rechtfertigung, aber andere machen es auch, das kommt nicht von irgendwo her, sondern das ist in die Welt gesetzt worden und da sind Leute dran beteiligt, eben so eine Art des Denkens zu veröffentlichen. Und in diesem Buch Der Weg in die Unfreiheit arbeitet eben Timothy Snyder historisch eben auf, insbesondere am Hand von Russland, wie diese ganzen Narrative entstanden sind. Wer sind denn eigentlich die Leute, die eben halt da so solche Narrative entwickeln und dann halt in die breite Öffentlichkeit transportieren und die dann eben zumindest von einem Teil der Öffentlichkeit aufgenommen wird und nacherzählt wird. Ja, das zweite Buch, was er geschrieben hat, was ich von ihm gelesen habe, ist On Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century. Ein ganz, ganz kleines Büchlein, gerade in 22 ins Deutsche übersetzt worden, über Tyrannei, 20 Lektionen aus dem 20. Jahrhundert. Ja, es ist fast schon so eine Anleitung, woran erkennt man eigentlich Tyrannei? Und wovor müssen wir uns fürchten, wenn wir es hören bei Politikern, bei irgendwelchen Denkern, die uns da irgendwelche Ideen präsentieren? Denn wir haben weltweit eben einen autoritären Aufschwung, also autoritäre Regime, vielleicht nicht totalitäre Regime. Also früher hat man differenziert zwischen Totalitarismus und Autoritarismus. Wir haben zunehmend, also totalitäre Systeme haben wir heute kaum noch, sowas wie eben der Nationalsozialismus und der Sozialismus, aber wir haben ganz viel autoritäre Regime und wir haben ganz viel auch wieder Narrative, die erinnern an den Beginn von solchen Unrechtsregimen. Aber das hört sich nie so an. Also Unrechtsregime sind sehr gekonnt darin, uns Argumente vorzugeben, die eben, wo wir dann gar nicht blicken, dass wir gegebenenfalls auf dem Weg in eine Tyrannei sind. Und Timothy Snyder hat hier eben 20 solcher Sachen zusammengetragen. Ich lese einfach nur mal ein paar vor. Empfehlung Nummer 1, do not obey in advance. Also sei nicht gefolgsam schon im Voraus, sondern wart erst ab, bevor du irgendjemand eine Gefolgschaft anbietest. Dann zweitens, defend institutions. Also verteidige Institutionen, die wir aufgebaut haben, wie zum Beispiel die Demokratie, den Rechtsstaat. Also weil wir eben gerade in diesen rechtspopulistischen Systemen sowas haben wie Demontage von Gerichten, von Verfassungsgerichten. In meiner Heimat Polen ist das eben Fall in Ungarn. Also an verschiedenen Stellen haben wir eben so eine Zerstörung von Institutionen. Dann beware the one-party-state. Sei sehr vorsichtig, wenn ein Land nur von einer einzigen Partei regiert werden soll. Dann sowas wie take responsibility for the face of the world. Oder remember professional ethics. Dann stand out, be kind to your language, also hier so ein bisschen nochmal auf die Sprache aufgehen. Investigate, make eye contact und small talk. Auch so eine Empfehlung, wir kommunizieren ja heute zunehmend über sowas wie hier Videos, soziale Medien, das heißt, viele von dem Hass, den man in sozialen Medien antrifft, und das ist auch zunehmend ein Problem, hat damit zu tun, dass die Menschen sich nicht mehr begegnen. Das heißt, ich würde niemand so schlimme Sachen sagen in der Wirklichkeit, wenn ich ihn anschaue, wie das, was wir in Kommentaren unter YouTube-Videos oder Twitter, Instagram, wo auch immer man das antrifft, was wir uns da gegenseitig antun. Also ein sehr lesenswertes Buch, ein kleines Büchlein, schnell ausgelesen, und es gibt einem so ein bisschen so ein Repertoire an, sensibilisiert für Themen, weil insbesondere die jüngere Generation hat keine Tyrannei kennengelernt. Das heißt, die Menschen, die im tyrannischen System gelebt haben, die sterben langsam aus, und die jüngere Generation hat keinen Bezug mehr zu dem, sodass wir oftmals gar nicht mitkriegen, dass uns hier Argumente geliefert werden, die eigentlich in die Tyrannei führen. Und von daher sehr empfehlenswertes Werk. Okay, wir wollen uns aber mit Bloodlands weitestgehend auseinandersetzen. Und hier sehen wir eine Karte aus
Timothy Snyders Buch Bloodlands. Bloodlands sind ein Ort, in dem in 12 Jahren 14 Millionen Seelen ausgelöscht wurden. Und diese Zahl 14 Millionen ist extrem abstrakt. Man kann sich darunter nichts vorstellen, aber da sind wirklich über 14, eigentlich wahrscheinlich noch deutlich mehr, weil die Datenlage ist um diese Thematik immer noch nicht komplett aufgearbeitet, aber 14 Millionen Menschen, Seelen, die ermordet wurden durch staatliche Aktivität. Und in Bloodlands geht es nicht um Kampfhandlung, das heißt Armeen kämpfen gegeneinander, weil dieser Zeitraum, in dem diese Morde stattfanden, beziffert Snyder auf 33 bis 45, also das massenweise Morden von Menschen begann schon vor dem Zweiten Weltkrieg, aber die meisten der Morde passierten dann natürlich im Zweiten Weltkrieg. So. Und Bloodlands ist eben der Ort, an dem das passierte. Und hier sehen wir auf dieser Karte, welche Gebiete da weitestgehend von betroffen waren, nämlich große Teile Polens, dann Litauen, Lettland, Estland, Weißrussland, Ukraine und Teile Russlands, die eben am meisten von diesen Mordkampagnen betroffen waren. Und zwar entweder durch Stalins System oder durch das System der Nationalsozialisten. Und in diesem Buch Bloodlands geht es eben genau darum. Und klar, es geht hier aber nicht, im Zweiten Weltkrieg sind deutlich mehr Menschen verstorben als 14 Millionen. Aber da geht es teilweise eben um auch Kampfaktionen, Armeen kämpfen gegeneinander. In Bloodlands geht es nur um die systematische Ermordung von Menschen, die in irgendeiner Weise beseitigt werden müssen, obwohl sie eigentlich nichts getan haben. Also sie haben nicht gekämpft, sondern wurden auf Grundlage von irgendwelchen Kriterien ausgewählt und zum Tode verurteilt. Das Beispiel schlechthin dafür ist natürlich der Holocaust, wo Juden 5,4 Millionen Menschen systematisch ausgerottet wurden. Aber das ist eben nur ein Teil dessen, was eben in den Bloodlands passierte, der Holocaust, der uns ja noch weitestgehend, die meisten von uns wahrscheinlich im Begriff ist. Aber es sind noch mehr Dinge in diesen Jahren geschehen, die es wert sind, dass man sie in Erinnerung hält und sich anschaut. Und wie gesagt, in diesen Gebieten passierte das. Und damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Hier ein paar Fakten zu den Bloodlands. Also zwischen 33 und 45 starben dort eben 14 Millionen Menschen, entweder durch das sowjetische oder nationalsozialistische System. Und wir können hier so ein bisschen chronologisch, will ich da einfach so ein bisschen Zahlen nennen, nämlich das stalinistische System ermordete etwa 4 Millionen Menschen. Wenn wir die ganzen Verhungerungskampagnen hinzufügen, dann steigt die Zahl wahrscheinlich auf 9 Millionen tote Seelen. Beginnend mit der Hungersnot in den 30er Jahren, streng genommen 33 in der Ukraine, wo 3 Millionen Menschen verhungert sind. Und zwar nicht verhungert sind durch eine Naturkatastrophe. Das ist auch etwas, was man in Erinnerung haben muss. Und der Ökonom Amartya Sen hat nachgewiesen, sowas wie Verhungern passiert immer durch menschliche Aktivitäten. Also das passiert selten durch irgendwie reine Naturkatastrophen, so wie wir jetzt sehen, so ein Erdbeben und dann verhungern Menschen, sondern Verhungern ist immer meistens die Folge von staatlichen Missmanagement oder bewusst eben herbeigeführt durch den Staat. Und in 1933 in der Ukraine ist das definitiv bewusst herbeigeführt worden durch Stalin, eine Industrialisierung der Ukraine. Und Ukraine hat sehr fruchtbare Böden, landwirtschaftliche Böden. Und die Ukrainer mussten durch die Industrialisierung so viel von ihren Nahrungsmitteln abgeben, dass sie eben in dem Jahr 1933 dann 3 Millionen Menschen verstorben sind, weil sie eben nichts zu essen finden konnten, weil Stalin alles weggenommen hatte für die gesamte Sowjetunion. Ja, dann geht es weiter mit dem großen Terror 37-38, eins der perfidesten Systeme, die ich kennengelernt habe bisher, wo eben in diesen 2 Jahren ca. 700.000 Menschen in politischen Säuberungsaktionen erschossen wurden. Also ein System, wo man wenig drüber weiß, weil wo es auch bis heute ähnlich wie mit dem Holocaust Leute gibt, die leugnen, dass Stalin so etwas getan hat und dass Stalin vor allen Dingen involviert war daran. Also das heißt, wir haben sowohl, wenn es um den Nationalsozialismus geht, wie auch um den stalinistischen Terror immer solche Leugner, die bis heute bestreiten und irgendwas weismachen wollen, dass das nicht passierte.
oder eben nicht so, wie die Historiker das zeichnen. Und um diese Debatte um Stalin gibt es das bis heute. Und es ist auch ein Bereich, der sehr wenig bisher erforscht ist. Und zwar auch deshalb, weil wir nicht die Datenlage so haben, wie wir sie gerne hätten. Das heißt, westliche Historiker interessieren sich stark dafür, aber man sucht vergebens nach russischen Historikern, die darüber schreiben und das aufarbeiten, und zwar mit den Dokumenten, die wir so, die uns so zur Verfügung stehen. Denn das Besondere an solchen Systemen, solchen totalitären Systemen ist, die haben sehr gut dokumentiert, was sie gemacht haben. Also, und das stalinistische System hat sehr gute Listen darüber gehabt, wer da ermordet wurde und ermordet werden sollte. Ja, aber es gibt eben bis heute so ein Problem, dass wir da wenig von den Historikern hören aus Russland, das heißt meistens aus dem Westen. Und klar, jetzt erst recht ist die Zeit vorbei, dass man da einfach nach Russland gehen kann und gegebenenfalls forschen kann. Für den Westen ist dieses Land jetzt erst einmal abgeschrieben. Und aus Russland selbst kommt auch nicht viel, weil es gibt eben gerade auch unter Putin und der derzeitigen Regierung auch noch so ein Aufleben von Mythen rund um Stalin, der ja bis heute dann noch in irgendeiner Weise gefeiert wird, sodass es eben auch nicht unbedingt erwünscht ist, diese Themen aufzuarbeiten. Also anders als eben mit dem Nationalsozialismus in Deutschland, wo wir eher heute so eine Tendenz haben, jetzt muss aber auch genug sein, wir haben das ja ordentlich aufgearbeitet. Und das stimmt, in Deutschland muss man sagen, gab es eben nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich sehr große Wellen von viel Aufarbeiten und sich dem Stellen, was die Deutschen dort eben gemacht haben. So etwas fehlt eben in der Sowjetunion oder in Russland bisher. Gut, also wir werden uns den großen Terror dann eben anschauen, wo eben so ein Paranoia-System dann auf einmal massenweise Menschen erschossen wurden. Ja, dann kam der Zweite Weltkrieg, 39 bis 41. Also der Krieg dauerte länger, aber wir haben eben so eine Radikalisierung in den Bloodlands. Und 39 bis 41, Beginn des Krieges mit Überfall Nazi-Deutschlands in Polen. 17 Tage später marschierten aber auch die Sowjets in Polen ein. Und das haben die Polen nicht vergessen, während man hier immer so tut, dass Deutschland dann nur eben die Polen angegriffen hat. Für die Polen ist das sehr gut in Erinnerung geblieben, dass auch die Sowjetunion Polen annektiert hat und dann halt zweigeteilt wurde. Zwischen Teil fiel eben an Deutschland und Teil fiel eben an die Sowjetunion. Und in beiden Teilen begannen die ersten Mordkampagnen. Circa 200.000 Tote. Die Sowjetunion kam schon direkt mit Listen, also die Sicherheitsorgane, der NKVD, den wir noch kennenlernen werden, hatte schon Listen von der Elite, von der Intelligenz, die es galt zu beseitigen, denn das ist das Perfide an solchen totalitären Systemen. Stalin wollte natürlich Polen die Gebiete nicht mehr zurückgeben, sondern ein komplett neues Denksystem dort implementieren. Und das kann man nicht mit einer Elite machen, die gegebenenfalls dann anfängt, gegen ihn zu opponieren. Also war sein erster Schritt, die zu beseitigen. Nazi-Deutschland hat das genauso gemacht, hatte aber nicht ganz so gut Listen, wer denn da alles beseitigt werden soll von der Intelligenz. Denn weitestgehend der Widerstand wird meistens in solchen Systemen von der Intelligenz vorangetrieben. Ja, und dann gibt es 1941 nochmal eine richtige Radikalisierung, als Deutschland dann eben halt die Sowjetunion überfällt und Nazi-Deutschland ermordete dann noch etwa 10 Millionen Menschen. Wenn wir auch hier wieder verhungern, das systematische Verhungern lassen von Menschen mit einbeziehen, dann sind es wahrscheinlich eher 12 Millionen Menschen. In dieser Zeit fällt halt auch der Holocaust mit 5,4 Millionen ermordeten Juden. Das ist die meisten vielleicht schon mal bekannt, wobei der Holocaust eben sehr verschiedene Facetten hat und die vielleicht dem einen oder anderen, meistens denkt man hier an Auschwitz. Auschwitz ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil dessen, was der Holocaust eigentlich ist. Und in meinen Augen gibt es andere Bereiche des Holocaust, die man viel stärker in Fokus haben müsste. Dazu werde ich aber halt im nächsten Video, wenn ich ein paar Zitate aus den Bloodlands zum Holocaust raussuche, euch dann vorstellen. Parallel gibt es aber auch etwas, was den meisten von uns auch nicht sehr geläufig ist, nämlich als Deutschland eben die Sowjetunion überfiel, hat man ganz viele Kriegsgefangene gemacht, in etwa 3 Millionen Kriegsgefangene, die in den ersten Monaten des Feldzuges dann direkt gefangen genommen wurde. Und da war die Frage, was macht man mit denen?
Und hier muss man sagen, war der erste große Massenmord schon mit eingeplant, denn dann entstanden eben die Pläne, diese Leute systematisch verhungern zu lassen. Das heißt, die wurden in irgendwelche Lager, Stalags, festgehalten und man hat in Kauf genommen oder sogar damit gerechnet, dass die verhungern sollen. Genau das Gleiche haben die Deutschen dann in Leningrad gemacht. Als die Belagerung Leningrad losging, war genau dort auch das Kalkül, wir werden die Bevölkerung verhungern lassen. Und der letzte Schritt der Bloodlands ist eben die sogenannten Partisanenkämpfe. Die beziehen sich insbesondere auf Weißrussland, Ukraine, aber auch Teile Polens, wo eben dann nicht die reguläre Armee, sondern Widerstandsgruppen sich gebildet haben und die anfingen gegen Deutschland zu kämpfen und es nochmal so eine Radikalisierung gab, wo die Deutschen dann halt eben als Repressionsmaßnahmen anfingen, wirklich systematisch Dorf für Dorf abzufackeln, Zivilbevölkerung zu töten, weil die einfach nicht mehr unterscheiden konnten, wer Freund oder Feind ist. Und dann auch nochmal sehr, sehr viele Menschen gestorben sind. Und die schlimmste dieser Schandtaten, wenn man denn da so, möchte jetzt nicht hier irgendwie abwägen, weil jedes Menschenleben ist irgendwie was verloren ging, ist eben schlecht. Aber eben Warschau 1944 ist die Armia Krajowa, die Heimatarmee, die Untergrundarmee Polens, was ja eben seit 1939 gar nicht mehr ein Staat war, hat nochmal einen Aufstand gegen Deutschland gestartet, wie gesagt, 1944. 63 Tage haben sie durchgehalten und dann wurden sie von den Deutschen, von der Wehrmacht und der SS, wurde der Aufstand niedergeschlagen und fast komplett Warschau niedergebrannt und Tausende von Männern, Frauen, Kindern nochmal von den Deutschen systematisch ermordet. Ja, das sind die Fakten rund um diese Bloodlands. Also es ist ein neuer Ansatz. Snyder ist ein jüngerer Historiker. Man muss hier hinzufügen, es gibt unter den Historikern gab es mehrere Wellen an Diskussionen und an Auseinandersetzungen rund um den Holocaust. Und es gab mal schon einen Historiker, der beide Systeme in einem Buch abgehandelt hat, nämlich Ernst Nolte, mit einer These, für die er damals extrem verunglimpft wurde und eigentlich war seine Karriere als Historiker vorbei, denn er hat die These aufgestellt, dass es eben so eine Radikalisierung gab und dass Hitler wahrscheinlich den Massenmord, den er dann gerade in Osteuropa und an den Juden vollzogen hat, als Reaktion auf die bolschewistischen Terroraktionen ausgeführt hat. Also ja, das hat damals im Historikerstreit gemündet, wo es eben um die Frage ging, ob der Genozid an den Juden was Singuläres war oder ob es einfach nur ein Genozid war, wie wir schon einige davon erlebt haben. Also war das wirklich was Singuläres? Und damit eben halt auch die Frage, können wir das sozialistische System mit dem Nazisystem so einfach vergleichen und so? Spielen wir damit nicht so ein bisschen runter die Thematik, was die Deutschen mit den Juden gemacht haben? Also eine sehr interessante Debatte, auch eine sehr schwierige Debatte, die damals dann ausgelöst wurde. Für Ernst Nolte endete das sehr schlecht, weil diese These war vielleicht auch ein bisschen zu harsch formuliert, weil das klang so, als ob eben die Sowjets schuld daran waren, dass Nazi-Deutschland dann eben hier, wie wir sehen, 10 Millionen Menschen ermordet haben. Timothy Snyder macht nicht so eine These und wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile 2023, das heißt, wir haben auch heute viel mehr Informationen über diese Systeme. Als Ernst Nolte sein Buch rausgebracht hat, gab es auch noch, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg wussten wir hier in Europa fast gar nichts über diese Terroraktionen in der Sowjetunion. Das heißt, die Sowjets haben es sehr gut vermocht, das alles sehr geheim zu halten, sodass wir so ein bisschen, viele, auch insbesondere Linke, dem aufgesessen sind, dass der Sozialismus eigentlich vom Kern her eine gute Idee ist und dass das, was in der Sowjetunion passiert, eigentlich eine schöne Sache ist. Das hat einfach ein bisschen gedauert, bis wir merkten, was da für ein perverses System entstanden ist und wie mörderisch dieses System ist. So, und 23, Timothy Snyder wagt sich nochmal an nicht Vergleich, aber wo er eben halt in einem Buch alle, sowohl das Stalinistische wie auch das Nationalsozialistische vorstellt. Wie gesagt, beim Ernst Nolte war das sehr kontrovers. Hier, glaube ich, ist das nicht sehr kontrovers, sondern es ist eben halt eine
Abfolge von Ereignissen, beginnend mit 1933 den Holodomor, also das Verhungernlassen von Ukrainern, bis hin zum Zerstörung Warschaus. Und das wollen wir uns anschauen, und zwar an Zitaten. Und jetzt können wir loslegen. Wir werden jetzt mal so ein paar Zitate rausnehmen. Im ersten Video werde ich erstmal nur Zitate rund um den stalinistischen Terror vorstellen. In der Hoffnung, dass euch das so interessieren wird, dass ihr das Buch gegebenenfalls lest, weil das wäre mein Wunsch, dass die Leute sowas lesen. Damit eben, es sind keine angenehmen Themen, aber zumindest können wir als die Generation, die sowas nicht erlebt hat, das in Ehren halten, dass da mal Menschen Schlimmes erlitten haben. Zumindest wir das nicht vergessen. Gut, hier haben wir ein Zitat aus Seite 113. Das sind sogenannte Beispiele stalinistischen Säuberungsaktionen. Ich lese mal vor. In der Frühphase der Polenaktion fanden viele der Festnahmen in Leningrad statt, wo der NKWD große Büros besaß und Tausende von Polen lebten. Seit dem Zarenreich war die Stadt ein traditioneller Wohnort von Polen gewesen. Ja, hier ist das, Snyder-Net ist die Polen-Aktion, denn in den stalinistischen Säuberungsaktionen sind überdurchschnittlich viele Polen erschossen worden. Wir sind hier im Jahr 37, 38, zwei Jahre, in denen es wirklich nicht schön war, in der Sowjetunion zu leben, denn, und das ist etwas, was bis heute nicht so leicht nachvollziehbar ist, was da passierte. Es entstand auf einmal, gerade in den Jahren 37, 38, eine Paranoia, wahrscheinlich in Stalins Kopf, dass in der Sowjetunion viele Feinde des Sozialismus unter der Bevölkerung anzutreffen sind, aber auch in der eigenen Partei. Und Saboteure, irgendwelche ausländischen Agenten, also auf einmal hat sich da sowas festgesetzt, und Stalin beauftragte den NKWD, also das Sicherheitsorgan des Innenministeriums, eines der schlimmsten Institutionen, die geschaffen wurde, was der heutige Ausläufer dessen ist, der KGB. NKWD ist eben da das Instrument gewesen, mit dem man halt die eigene Bevölkerung versucht hat zu tyrannisieren. Stalin hat also den NKWD beauftragt, diese Feinde ausfindig zu machen. Und die Sowjetunion galt damals schon als ein Vielvölkerstaat. Das heißt, das war ein Land, was riesig war, noch nicht so groß wie dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wo noch mehr Republiken hinzukamen, aber mit sehr unterschiedlichen Nationalitäten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man zumindest den Sozialismus nachgesagt, dass er sowas wie Rassismus, Frauendiskriminierung nicht kennt, weil er eben halt so eine Gleichheit versucht hat herzustellen. Timothy Snyder weist aber nach, dass es für mich dieses Neue, dass auch gerade in diesen Säuberungsaktionen bestimmte Gruppen überproportional ausgewählt wurden und umgebracht wurden, und in diesen Säuberungsaktionen weitestgehend Polen. Das war mir eben neu. Bisher wusste ich, man hat eben, also Stalin hat eben die eigene Bevölkerung tyrannisiert. Das ist so ein bisschen der Unterschied auch zwischen dem nationalsozialistischen System und den sozialistischen. Die Nationalsozialisten haben eigentlich kaum Deutsche ermordet, und die dafür aber viele Ausländer. Also insbesondere, da war der rassistische Gedanke sehr stark. Bei den stalinistischen Terror, da wurden weitestgehend die eigene Bevölkerung terrorisiert, und Stalin hat viele der Sowjetbürger ermorden lassen. Aber nicht unbedingt viel, nicht unbedingt halt so, wenn es um Ausländer ging. Zumindest hat man das so nachgesagt. Aber Snyder zeigt eben, dass da überproportional viele Polen bekannt wurden. Ja, der NKWD ist den meisten nicht so bekannt. Da gibt es einige Bücher zu, aber auch noch deutlich weniger, als es wert sind, dass man das kennt. Nur hier im Grob. Der NKWD ist eben halt entstanden in der Oktoberrevolution als ein Instrument, mit dem man eben versucht hat, in der Bevölkerung das richtige Denken herbeizuführen. Also es war ein totalitäres Regime, was da implementiert wurde. Entstanden dann halt eben die Cheka, später dann eben der NKWD. Also diese Institution hat mehrere Reformen gemacht. Die Chefs dieser Institution waren immer Massenmörder. Der erste war ja Goda, der dann ersetzt wurde durch Jeschow,
Jeschow war derjenige, der in 37-38 den NKVD anführte und eben die Massenmorde da eben durchführte oder organisierte. Ein ganz, ganz kleiner Mann, aber ein Massenmörder. Und genauso wie Jagoda, der erste Chef des NKVD und der Checker. Jagoda ist erschossen worden, nämlich durch Jeschow. Und Jeschow hat dann genau das gleiche Ende gefunden. 1940 wurde er ermordet und von dem nächsten abgelöst, nämlich dann von Beria, den der quasi dann halt ab 1940 dann oder 39, 40 dann eben der Chef des NKVD wurde. Und all diese Menschen sind Massenmörder. Ja. Und dieses System war halt eben, wenn wir das stalinistische Säuberungs, was da eben unter dem Namen der große Terror lief, war eben, es war auf einmal eine Paranoia, dass das gesamte Land umgeben ist von Feinden und Stalin beauftragte eben den NKVD, diese Feinde ausfindig zu machen und auszurotten. Und der NKVD hat dann halt eben angefangen, Menschen zu verhaften, meistens irgendwie in, dazu gibt es auch ein wunderbares Buch, ein Roman von jemand, der eben diese Zeit erlebt hat, wo eben, der NKVD kam immer in der Nacht mit ihren Wagen, wo die Leute dann halt eben verhaftet wurden. Das heißt, die Aktionen liefen immer nachts ab, die kamen irgendwo an, haben die Leute verhaftet, dann verhört, die gefoltert, so lange gefoltert, bis die neue Namen genannt haben von irgendwelchen Saboteuren und Agenten und Geständnisse unterzeichnet haben. Und dann kriegten sie die Strafe entweder Gulag oder, und das war 37, 38, eher wahrscheinlich tot durch Genickschuss. Und das System hat sich dann hochgespitzt, denn es gab auch Quoten und das ging ja, wie gesagt, über die gesamte Sowjetunion mussten alle Sicherheitsorgane dann auf einmal Quoten erfüllen, wie viele Feinde sie ausfindig gemacht haben und wie viel sie beseitigt haben. Und dann entstand ein Denunziantentum, sodass dass quasi man nicht wusste, wann man verhaftet wird, weswegen man verhaftet wird, was mit einem passiert. Also alles eine totale Unsicherheit und ein perverses System einfach. Also bis hin zu, dass man dann diejenigen, die gemordet haben, wie zum Beispiel hier eben Jeschow, der eben den großen Terror organisiert hat, am Ende wurden die Henker dann auch denunziert und umgebracht. Also diejenigen, die über Jahre hinweg dann halt Leute erschießen, werden am Ende selbst erschossen. Ja, und hier geht's in Leningrad los. Und jetzt lesen wir mal weiter. Das Leben von Janina Jurewitsch, einem jungen polnischen Mädchen in Leningrad, wurde durch die früheren Festnahmen unwiderruflich verändert. Sie war die jüngste von drei Schwestern und hatte ein enges Verhältnis zu Maria, der Ältesten. Maria verliebte sich in einen jungen Mann namens Stanisław Wiganowski und die drei gingen oft gemeinsam spazieren, wobei die kleine Janina als Anstandsdame fungierte. Maria und Stanisław heirateten 1936 und waren ein glückliches Paar. Als Maria im August 37 verhaftet wurde, schien ihr Mann zu wissen, was das bedeutete. Ich werde sie unter der Erde wieder treffen, sagte er. Ja, wenn man diese ganzen Systeme gründet, dann gibt es immer drei Ebenen, eben so eine Makroebene, 14 Millionen Tote, dann gibt es so eine Mesoebene, wo man dann so ein bisschen reinzoomt und sich dann anhand von Orten und Ländern anschaut, was da passierte. Und die letzte Ebene ist die Mikroebene, wo man sich anschaut, okay, mit 14 Millionen toten Seelen kann man nichts anfangen, aber man kann mit Menschen was anfangen, denen was widerfahren ist. Und Timothy Snyder vermag in diesem Buch Bloodlands irgendwie alle drei Ebenen ganz gut abzudenken. Das heißt, wir haben manchmal eben das große Ganze, oder was da passierte, manchmal halt eben Regionen und ganz oft eben halt auch reelle Menschen, denen was passierte und hier eben Janina Jurewitsch, die 37 verhaftet wurde. Wenn man verhaftet wurde, hieß es immer, dass man entweder von jemandem denunziert wurde und denunziert nicht in so einem Sinne wie, ja, das ist ja eben das Perverse, also an solchen Systemen. Die Frage, wie würde ich eigentlich in so einem System agieren, ist irgendwie meistens absurd, wenn man in solchen Systemen lebt, es korrumpiert einfach einen. Also
Also das ist ja eigentlich auch das Traurige und das, weswegen es auch so überaus wichtig ist, darauf zu achten, dass wir uns nicht nochmal in solche Bedrängnis kommen, dass wir auf einmal so ein System implementiert haben, in dem quasi sich jeder schuldig macht. Das ist eben das Perverse. Es ist kaum möglich, nicht schuldig zu werden in solchen Terrorregimen. Und hier sieht man das, hier Maria wurde dann halt eben wahrscheinlich denunziert von irgendjemand. Und denunzieren heißt, der NKVD hat die Leute eben in den Gefängnissen, bevor die umgebracht haben, meistens so lange verhört, bis die anfingen, irgendwelche Namen zu nennen. Also es ging gar nicht wirklich um die Frage, sind das wirklich Volksfeinde oder Feinde des Sozialismus, sondern einfach nur, man nahm an, der ist schuldig und wir müssen ihn so lange verhören, bis er eben das gesteht. Und die meisten haben gestanden, weil kaum einer hält die Tortur, die dort stattgefunden hat, aus. Okay. Dann geht's weiter. Er erkundigte sich bei den Behörden und wurde selbst festgenommen. Im September durchsuchte der NKVD die Wohnung der Familie Jurjewitsch, beschlagnahmte alle polnischen Bücher und nahm Janinas andere Schwester Elżbieta fest. Sie wurde ebenso wie Maria und Stanislaw durch Genickschuss hingerichtet und in einen anonymen Massengrab verscharrt. Als Janinas Mutter bei der Polizei nach ihnen fragte, erzählte man ihr die gewohnte Lüge. Ihre Töchter und ihr Schwiegersohn seien zu 10 Jahren ohne das Recht auf brieflichen Verkehr verurteilt worden. Weil auch das eine mögliche Strafe war, glaubten die Menschen daran und hofften. Manche hofften Jahrzehnte. Ja, ganz typisch in eben dieser Zeit, dass man von den Behörden dann eben diese Lüge zu hören bekommen hat. Ja, die sind verknackt worden und die können aber nicht schreiben, das heißt, man erreicht sie nicht. Man muss das auf sich wirken lassen, um mitzukriegen, okay, die waren schon längst in irgendein Massengrab verscharrt worden, aber der Familie erzählte man solche Lügen. Und ja, manche sind auch tatsächlich nur zu Gulag verknackt worden und kamen irgendwann mal frei, aber man hat eben da von den Behörden nichts erfahren können. Also so ein sehr verlogenes System, wo man eben das nicht blicken konnte. Ja, okay, schauen wir uns mal das weiter an, denn es geht dann weiter. Menschen wie die Jurjewitschs, die nichts mit polnischer Spionage irgendwelcher Art zu tun hatten, waren der Unrat, den Stalin meinte. Die Familie von Jerzy Markowski, einem jungen Leningrader Studenten, erlitt ein ähnliches Schicksal. Er und seine Brüder hatten den Ehrgeiz, in der Sowjetunion Karriere zu machen und den Wunsch ihres toten Vaters zu erfüllen, ein Handwerk auszuüben. Jerzy, der Jüngste, wollte Schiffbauer werden und studierte jeden Tag mit seinem älteren Bruder Stanislaw. Und es geht dann weiter. Eines Morgens wurden sie von 3 NKVD-Männern geweckt und die gekommen waren, um Stanislaw festzunehmen. Obwohl er seinen kleinen Bruder zu beruhigen versuchte, war er so nervös, dass er sich nicht die Schuhe zubinden konnte. An diesem Tag sah Jerzy seinen Bruder zum letzten Mal. 2 Tage später wurden auch sein Bruder Władysław festgenommen. Stanislaw und Władysław Markowski wurden als 2 von 6.597 Sowjetbürgern während der Polenaktion im Bezirk Leningrad erschossen. Ihre Mutter erzählte man die typische Lüge, ihre Söhne seien in den Gulag geschickt worden, von wo sie nicht schreiben dürften. Der dritte Bruder, Eugeniusz, der Sänger werden wollte, nahm jetzt eine Stelle in einer Fabrik an, um die Familie durchzubringen. Er steckte sich mit Tuberkulose an und starb. Ja, hier sehen wir eben ein typische Beispiele von diesem stalinistischen Terror. Die NKVD-Männer kamen, haben einen verhaftet. Und hier, ich habe diese Stelle rausgewählt, weil als ich es las, ist es mir eben so ein bisschen Schauer durch den Rücken runtergelaufen, eben bei dem Satz, obwohl er seinen kleinen Bruder zu beruhigen versuchte, war er so nervös, dass er sich nicht die Schuhe zubinden konnte. Wissentlich, was ihm bevorsteht, wenn die NKVD-Männer kommen. Das heißt, irgendwann mal ja, in der Mikroebene in solchen Terrorregimen ist das ja ganz oft so, wenn man in solchen Büchern das liest, dann wirkt das alles so ja wie so eine Aneinanderreihe. Man weiß dann halt, was passiert, aber wenn man da drin steckt, blickt man ja nicht, was passiert hier eigentlich. Man kriegt nur mit, dass da ständig irgendwelche Leute verhaftet werden, die man gegebenenfalls dann lange nicht mehr sieht.
aber man weiß nicht, warum, wer ist der Nächste, weswegen, was sind eigentlich die Straftaten, die man da begangen hat. Aber man spürt, dass wenn die kommen, hat man Angst. Und diese Stelle, wo eben derjenige so nervös ist, dass er sich die Schuhe nicht zubinden kann, zeigt eben sehr deutlich, was diese Menschen wohl erlebt haben müssen in den Jahren 37, 38. Wo man dann halt eben mit einem System konfrontiert wird, das mörderisch ist und gegen das man nichts tun kann. Ja, 6.597 in Leningrad, insgesamt 700.000 bis zu den höchsten Kader in der Partei. Das heißt, auch in der Partei wurden viele sogenannte Schauprozesse gestartet, um eben, da Stalin wollte halt eben bestimmte Parteimitglieder da säubern, aber auch Offiziere in der Armee, also die unterschiedlichsten Gruppen, die man halt eben ja zu Geständnis gezwungen hat, insbesondere die oberste Riege, denen hat man sogenannte Schauprozesse gemacht, wo wir dann im Westen damals, als wir das so am Rande mitkriegten, weil so ganz auch in diesen Zeit hatten wir nicht wirklich die Informationen, klang das so, als ob da wirklich irgendwie in der sozialistischen Partei der Sowjetunion halt wirklich irgendwelche Feinde gegen das System gearbeitet haben. Heute wissen wir, es ist alles Bullshit, das ist alles konstruiert gewesen, das ist alles erzwungen gewesen, nichts davon ist wahr gewesen, sondern einfach ein Paranoia-System. So, und bei dem politischen, in der politischen, also auf dieser Riege ist das durchaus noch, ja, ich will jetzt nicht sagen nachvollziehbar, aber klar, dass die Politiker da untereinander oder die Parteimitglieder da nicht unbedingt freundlich sind, ist noch nachvollziehbar. Aber es erfasste dann auch eben die gesamte Bevölkerung, also auch ganz gewöhnliche Menschen, wo hat man dann angefangen zu verhaften und zu ermorden. Ja. Und ich habe jetzt schon mehrere Bücher zu diesem System gelesen. Eben, also wie gesagt, es gibt noch gar nicht so viel. Also verglichen mit dem Aufarbeiten des Nationalsozialismus sind diese Aktionen, die Stalin da fabriziert hat, noch viel, viel weniger aufgearbeitet. Aber es gibt mittlerweile ein paar Sachen. Und gerade in diesem System war es so, also bis hin zu solchen Absurditäten, dass es war klar, wenn man verheiratet war, wie wir gerade auch gelesen haben, und die Frau verhaftet wurde und dann verhört wurde und dann umgebracht wurde, die Wahrscheinlichkeit, dass der Ehemann gleich mitstirbt oder umgekehrt, wenn der Ehemann verhaftet wird, dass die Ehefrau gleich mit umgebracht wird, war sehr hoch, sodass die Leute dann wirklich anfingen sich dann scheiden zu lassen. Und so zu tun, als ob die zwar mit dem Partner weiterleben, aber nicht mehr verheiratet sind, weil sie anfingen quasi nach Wegen zu suchen, dass zumindest der Partner dann nicht umgebracht wird, wenn man selber mal verhaftet wird. Also so wirklich ein System, was die menschliche Seele komplett korrumpiert hat. Also solche Fragen, ob der Mensch als solches gut oder schlecht ist, wird in solchen Systemen einfach ad absurdum geführt. Ja. Okay, das so ein bisschen zu denen. Wer mehr darüber erfahren wird, den kann ich dieses Buch nur empfehlen. Jetzt springen wir zu einer anderen Aktion des stalinistischen Terrors, nämlich zu Katyn, die Ermordung der polnischen Intelligenz in den Jahren 1940, also bevor die Sowjetunion überfallen wurde von Nazi-Deutschland, hat eben Stalin eben die polnische Intelligenz ermordet. Und Katyn ist ein Ort, man sieht das hier oben ganz weit rechts, ist eben halt, nicht ganz weit rechts, sondern so ziemlich in der Mitte, ist eben Katyn, die Wälder, wo eben halt die polnischen Intelligenz ermordet wurde. Streng genommen sind das viel, viel mehr Orte. Also ihr seht hier eben an verschiedenen Stellen wurde die polnische Intelligenz ermordet. Katyn ist deswegen so, und das läuft deswegen unter dem Begriff von Katyn, weil die Nationalsozialisten, als sie dann Russland überfallen haben, diese Massengräber gefunden haben. Und dann begann eben eine Debatte, wer hat die ermordet? Und es war klar, das sind irgendwelche Offiziere gewesen. Es war klar, das waren polnische Menschen, Polen, die da ermordet wurden. Und die Frage war, wer hat's getan? Und bis 1990 hat die Sowjetunion nicht zugegeben, dass sie diese Menschen ermordet hat, sondern hat den Nationalsozialisten das anlasten wollen, obwohl eigentlich recht schnell klar war, also diese Schandtat konnten die Nazis nicht gewesen sein, sondern das war der NKVD, dann jetzt nicht mehr angeführt von Jeschow, sondern von dem neuen Hitlers Henker, nämlich Lavrenti Beria, der eben halt
derjenige war, der eben da die Entscheidung getroffen hat, mit Stalin zusammen die ganze polnische Intelligenz zu töten. Warum? Naja, ganz einfach. 1939 hat die Sowjetunion eben Teile Polens annektiert und es war klar, die kamen schon mit Listen, alle Offiziere, Politiker, Ärzte, die gesamte Intelligenz wurde eben recht schnell verhaftet. 15.000 Menschen, sogar eigentlich noch mehr. Und die wurden erstmal in Gefangenschaft gehalten und dann war die Frage, was passiert mit ihnen. Und hier hören wir uns mal an, was da dann passierte. An einem Tag im März 1940 bekamen sie eine. Die Leute sagen, ihr werdet bald aus Starobilsk freigelassen. Die Leute sagen, ihr könnt nach Hause. Wir wissen nicht, ob es stimmt. Und hier sprechen eben die Gefangenen, denn die haben dann, ja, die waren an verschiedenen Orten verschleppt worden und erst einmal als Gefangene gehalten worden. Und die haben auf irgendwelchen Zetteln dann Nachrichten geschrieben, um, ja, weil sie eben nicht wussten, ob deren Familien irgendwas gesagt wird, wo sie sind. Also haben sie Zettel auf Zettel bestimmte Sachen geschrieben, die dann halt irgendwo rausgeschmissen aus Zügen, wo sie transportiert wurden, aus Wagen, sodass man zumindest ein paar Fetzen von dem hat, was die Menschen wohl erlebt haben, bevor sie ermordet wurden. Und hier eben halt, dass denen gesagt wird, ihr werdet wahrscheinlich freigelassen werden. Und jetzt geht's weiter. Es stimmte aber nicht. In diesem Monat war der Chef der Geheimpolizei Lavrenti Beria zu einem Entschluss gekommen, vielleicht auf Anregung Stalins. Beria forderte den Tod der polnischen Kriegsgefangenen. In einem Vorschlag an das Politbüro und damit Wirklichkeit an Stalin schrieb er am 5. März 1940, jeder der polnischen Gefangenen wartet nur darauf, freigelassen zu werden, um aktiv am Kampf gegen die Sowjetunion teilnehmen zu können. Er behauptete, ehemalige Offiziere würden konterrevolutionäre Organisationen in den neuen Sowjetgebieten führen. Im Gegensatz zu den Behauptungen über die polnische Militärorganisation mehrere Jahre zuvor war das kein Trugbild. Die Sowjetunion hatte halb Polen besetzt und annektiert und einige Polen leisteten natürlich Widerstand. Vielleicht 25.000 von ihnen beteiligten sich 1940 an der Widerstandsbewegung. Diese Organisationen wurden zwar rasch vom NKWD infiltriert und die meisten Mitglieder festgenommen, aber die Opposition war echt und nachweisbar. Beria benutzte die Realität des polnischen Widerstands, um den Vorschlag zu rechtfertigen, die schwerste Strafe auf sie anzuwenden: Erschießung. Ja, und hier haben wir eben ein Beispiel dafür, was das bedeutet, wenn man ein Land annektiert. Und wir haben ja, Russland versuchte eben die Ukraine zu annektieren und das eine ist halt eben die militärische Aktion und die nächste Frage ist dann, wenn ein Land ein anderes Land annektiert, dann wird es immer Opposition geben. Was macht man mit denen? Wie wird man dem Herr? Und in den 30er, 40er Jahren war meistens die Entscheidung dann, man muss die beseitigen, weil die werden ständig ja gegen einen opponieren. Also von daher, so eine Annexion eines Landes ist nicht so eine einfache Sache, sondern weil man dann meistens eben mit dem Problem konfrontiert ist, dass es Bevölkerungsschichten gibt, die gegen einen kämpfen werden. Allerdings, meistens ist das nicht so dramatisch, weil der NKWD war eine Organisation, die wirklich sehr viel über die eigene Bevölkerung wusste. So, das heißt, das war so eine Paranoia, dass es eben diese Feinde gab. Und hier mal wirklich tatsächlich, weil die Polen wären wahrscheinlich in die Widerstandsbewegung gegangen. Aber nichtsdestotrotz, gegen den Staat zu kämpfen, ist nicht so eine einfache Sache. Und insbesondere nicht, wenn sie so einen totalitären Staat haben, wo eben der NKWD über alle Menschen was weiß. Und der hatte wirklich, dieser Geheimdienst hat wirklich viel über die eigene Bevölkerung gewusst. Ja, und hier wird eben dann die Entscheidung getroffen, die können wir nicht freilassen, die müssen wir ermorden. Stalin billigte Berias Empfehlung und die Mechanismen des großen Terrors begannen von neuem. Beria bildete eine Spezialtroika, um rasch die Akten aller polnischen Kriegsgefangenen zu prüfen. Sie bekam die Macht, die Empfehlungen früherer Verhörbeamten zu ignorieren und Urteile ohne jeden Kontakt zu den Gefangenen zu fällen. Anscheinend legte Beria eine Quote für die Hinrichtung fest, wie es 37-38 geschehen war. Alle Gefangenen der drei Lager plus 6.000 Menschen aus den Gefängnissen in West-Weißrussland und der Westukraine, je 3.000,
Außerdem besonders gefährliche Elemente unter den Unteroffizieren, die nicht in Gefangenschaft waren. Nach rascher Durchsicht dieser Akten wurden 97% der Polen in den drei Lagern zum Tode verurteilt. 14.587 Menschen. Die Ausnahmen waren ein paar Sowjetagenten, deutsch- oder lettischstämmige und Menschen mit ausländischer Protektion. Die 6.000 Personen aus den Gefängnissen wurden ebenfalls zum Tode verurteilt und dazu 1.305 Menschen, die im April festgenommen wurden. Ja, Troika, das war so ein bisschen das System in diesem, schon in dem großen Terror. Solche Terrorregime haben ja nicht unbedingt jemand vor Gericht gestellt, sondern so eine Troika gebildet, die eben dann halt sich die Akten anschaute und dann die Entscheidung traf, Gulag oder Tod. Und hier ist schon in den Jahren 37, 38 meistens Tod und hier mit in Katyn halt ebenfalls 97% der Menschen wurden ermordet. Ja, dann auch das Besondere, ein zweites Besondere an diesem System war eben die Quoten. Also auch das ist so eine Zeit, in der Menschen reduziert werden zu einer Zahl und wo es eben Quoten gibt, wie viele man ermorden muss. Wo eben dann, ja, das wurde von oben angeordnet, aber lokal irgendwo ausgeführt. Und in diesem Quotensystem, den die Nationalsozialisten dann auch hatten, entstand eben so ein System, in dem man dann halt irgendwie übereifrig anfing, Quoten zu erfüllen oder überzuerfüllen, weil man Angst hatte, wenn man sie nicht erfüllt, wird man gegebenenfalls als Nächster platt gemacht. Ja, und diese Quoten werden wir dann im nächsten Video uns auch bei den Nationalsozialisten anschauen. Da gab es eben sowas, dass man dann solche Quoten und vor allen Dingen übererfüllt hat. Also ein ganz perfides System, in dem viele mitwirkten und zwar mitwirkten, weil sie gegebenenfalls fürchten mussten, dass sie die Nächsten sind, die dran sind. Ja, und in Katyn sind dann halt eben fast alle Polen von der Sowjetunion, von den NKVD erschossen worden. Und jetzt schauen wir uns einen von den Haupthenkern an. Das ist unser letzter Zitat für heute. Der Haupthenker in Kalinin, den die Gefangenen nie zu Gesicht bekamen, war Wassili Blochin. Er war schon während des großen Terrors einer der Hauptmörder gewesen, als er ein Hinrichtungskommando in Moskau befehligte. Er hatte einige prominente Angeklagte der Schauprozesse hingerichtet, aber auch Tausende von Arbeitern und Bauern, die geheim ermordet wurden. In Kalinin trug er eine Lederkappe, Gummischürze und lange Handschuhe, um sich und seine Uniform nicht mit Blut zu besudeln. Er benutzte deutsche Pistolen und erschoss jede Nacht hintereinander etwa 250 Männer. Dann wurden die Leichen mit einem Lastwagen ins nahe Medinoe gefahren, wo der NKVD Sommerhäuser besaß und in eine große Grube geworfen, die man zuvor mit einem Löffelbagger ausgehoben hatte. Ja, ihr seht hier ein Foto von Wassili Blochin, ein Mensch, der eben für den NKVD arbeitete und ein Massenmörder, der auch bis zum Letzt keine große Reue gezeigt hat oder irgendwie das Gefühl, oh, Unrecht getan zu haben. Und in dieser Aktion in Katyn hatte eben jede Nacht 250 Menschen eigenhändig erschossen. Und zwar immer nach dem Prinzip, das ist in den Film Katyn ganz gut, den ich sehr empfehlen kann, angezeigt worden. Die hatten halt eben so ein System, wie sie die Menschen dann halt, das ist nämlich nicht wenig, man muss sich das vorstellen, eigenhändig fast 15.000 Menschen zu ermorden. Und das sind nicht, keine Ahnung, die sind nicht ermordet worden von 200.000 Menschen, sondern meistens von ein paar wenigen, die eben dann halt massenweise einen nach den anderen abgemurkst hatten. Und Wassili Blochin war halt eben einer der aktivsten, 250 Menschen pro Nacht erschossen, ohne Gewissensbisse, ohne schlecht schlafen zu können. Ja. Normalerweise war es in diesem stalinistischen System so, dass die Henker meistens selbst erschossen wurden. Das ist Jagoda passiert als dem ersten Chef der Cheka, dann Jeschow als den Chef irgendwie des NKVD, der eben dann halt nach dem großen Terror selbst beseitigt wurde. Und zwar von Beria, und zuletzt Beria wurde auch, nachdem Stalin verstorben ist und Chruschtschow sich durchgesetzt hat, wurde Beria auch
ermordet. Und viele von denen, die die Aktion durchgeführt haben, wurden am Ende selbst umgebracht. Wassili Blochin war einer derjenigen, der überlebt hat. Das heißt, nach diesen ganzen Aktionen, und er war im großen Terror, hatte viele von den prominenten Literaten, auch einen Literaten, da gibt es ein paar Beschreibungen zu, eigenhändig ermordet. Ja, er ist tatsächlich nicht in der letzten Aktion mit Beria dann erschossen worden, sondern in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden, hat sich dann ein paar Jahre später dann suizidiert, also selbst umgebracht. Wahrscheinlich nicht wegen Gewissensbissen, sondern weil er darunter gelitten hat, dass er in dem Sowjetsystem dann nichts mehr werden konnte. Denn klar, diese ganzen Massenmörder haben, ja, wie im Nationalsozialismus ja auch, da geht es ja auch viel um Karriere, um die Frage, dass man für dieses System was macht und jetzt wird man hier abgeschoben. Das heißt, solche Überlegungen waren da eine große Rolle, und Blochin hat wahrscheinlich darunter gelitten, dass er nach dem zwar weiter, also nicht umgebracht wurde, aber eben die Anerkennung ihm verweigert wurde, was er denn alles für den Sozialismus geleistet hat. Dass das eben halt weitestgehend nur Morde waren von Unschuldigen, spielte da in den Köpfen dieser Leute auch kaum eine Rolle. Ja, das ist das letzte Zitat aus dem Werk und aus diesem Komplex eben des stalinistischen Terrors. Da gibt es viel, viel mehr, was dieses Buch bietet. Man kann immer nur so ein paar Auszüge da geben. An dieser Stelle würde ich das auch jetzt beenden, und im nächsten Video schauen wir uns dann mal an Bereiche des nationalsozialistischen Terrors in dem Bloodlands. Und zwar jetzt nicht unbedingt die Sachen, die man schon so kennt mit Auschwitz, sondern ich werde euch insbesondere die Einsatzgruppen vorstellen und die drei Vernichtungslager Treblinka, Belzec und Sobibor. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen, dass ihr das Video teilt und vielleicht meinen Kanal abonniert. Und bis zum nächsten Video.